Ich bin Kevin, das ist mein neuer Weekly. Heute geht es um die Frage, sollte man eigentlich das Wahlalter senken und überhaupt treffen nur alte Menschen in Deutschland Entscheidungen oder können das nicht auch mal Jüngere machen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, aber bevor wir darüber reden, erstmal Kaffee. Es gibt so viele tolle Sachen, die junge Menschen unter 18 in Deutschland schon machen dürfen. Zum Beispiel einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, ein Studium anfangen, einen Führerschein machen, Mopedführerschein sogar schon ein bisschen früher. Es gibt auch nicht so coole Sachen, die schon machen können, zum Beispiel zur Bundeswehr gehen oder ähnliches. All das kann man mit unter 18 schon tun. Was man in der Regel nicht tun darf, ist wählen gehen, über die Geschicke des Landes und dieser Gesellschaft entscheiden, seine eigene Meinung in einer gleichen, freien und geheimen Wahl zum Ausdruck bringen. Warum ist das eigentlich so? Manche Leute sagen, das Wahlalter, das orientiert sich halt daran, wie die Volljährigkeit ist. Erst wenn man volljährig ist, dann soll man wählen können. Was jetzt genau die Begründung daran ist, ist mir bis heute nicht klar. Ich sehe es komplett anders. Das Wahlrecht, das ist ein Grundrecht in unserer Gesellschaft. Und Grundrechte werden nicht erst mit der Volljährigkeit mit einem Schleifchen drum überreicht, sondern Grundrechte stehen allen zu. Und meine Meinung ist, jemand, der anderen ihre Grundrechte absprechen will, also du bist 17 und darfst nicht wählen, der muss erstmal begründen, warum das nicht gehen soll. Nicht diejenigen, die ihr Grundrecht in Anspruch nehmen wollen, müssen das begründen. Insofern würde ich gerne mal hören, warum haben wir eigentlich Altersgrenzen beim Wählen? Warum ist das so willkürlich? Warum 18? Warum nicht 16? Oder sogar noch jünger? Das ist eine Diskussion, die sich lohnt zu führen. Ein Argument, was ganz häufig genannt wird, ist, ja, junge Menschen unter 18, die sind halt einfach noch nicht reif genug. Die kennen sich ja gar nicht aus mit Politik, die lesen doch in der Regel auch gar keine Tageszeitung. Woher sollen die denn wissen, worum es geht? Erstmal würde ich bestreiten, dass junge Menschen unter 18 sich nicht für Politik interessieren. Aber selbst wenn wir das mal beiseite lassen, ist das eigentlich eine Voraussetzung, um an Wahlen teilnehmen zu können? Muss ich erstmal einen Wissenstest machen und zeigen, dass ich das demokratische System verstanden habe und weiß, was im Moment gerade im Bundestag diskutiert wird? Das ist schön, wenn Leute das wissen, aber eine Voraussetzung ist es nicht. Das Wahlrecht ist in dieser Gesellschaft ohne Bedingung. Niemand wird abgefragt, ob er was über Politik weiß. Niemand wird gefragt, ob er reif mit seiner Wahlentscheidung umgeht, ob er an die nächsten Generationen denkt und so weiter und so fort. Ich kann mir die Augen zubinden in der Wahlkabine. Ich kann auswürfeln, wen ich wähle. Ich kann nach der Schönheit der Wahlplakate entscheiden, wen ich wähle. Das alles ist in einer freien Wahl zulässig. Das kann ich schlimm finden, wenn Leute das machen. Ich kann auf sie einreden und sagen, ihr müsst das anders machen. Aber es bleibt ihre freie Entscheidung am Ende. Und diese freie Entscheidung sollten auch junge Menschen haben. Es ist eben keine Voraussetzung zur Wahl zu gehen, dass man erstmal verstanden hat, wie das Rentensystem funktioniert und wie der Klimawandel funktioniert, sondern ein Gefühl oder eine Haltung zu haben, ist auch schon eine gute Voraussetzung. Und wenn wir in der Politik wollen, dass Menschen eine reifere Entscheidung treffen, dann müssen wir mehr mit ihnen über Politik ins Gespräch kommen, dann können sie auch mehr abwägen. Ein anderes Argument, was immer wieder kommt, ist, naja, diese Altersgrenzen, die sind halt willkürlich. Ja, wenn ihr sagt, 18 ist eine blöde Grenze, warum soll dann 16 eine bessere sein? Und klar, darüber kann man nachdenken. Also 18, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, ist keine super geeignete Grenze. Ich fände ein Wahlalter ab 16, so wie es das in manchen Bundesländern und in Kommunen auch schon gibt, fände ich besser. Aber warum reden wir nicht über was viel Grundsätzlicheres? Warum reden wir nicht darüber, ob alle Menschen ab ihrer Geburt ein Geburtsrecht haben und selber entscheiden, wann sie anfangen zu wählen. Und das ist dann unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sie bestmöglich informiert sind. Ich finde es auch nicht richtig, wie manche vorschlagen, dass Eltern bis zur Volljährigkeit das Stimmrecht für ihre Kinder übernehmen sollen. Nein, Kinder können und sollen für sich selbst sprechen. Und das sagt nicht Kevin Kühnert oder die Jusos, sondern das ist seit ziemlich genau 30 Jahren etwas, worauf sich eigentlich alle Staaten dieser Welt geeinigt haben. Und zwar in der sogenannten UN-Kinderrechtskonvention, also bei den Vereinten Nationen, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, wie wollen wir mit Kindern und Jugendlichen eigentlich umgehen? Und neben vielen sehr fortschrittlichen Sachen, die da drin stehen, hat man in Artikel 12 auch aufgeschrieben, dass die Vertragsstaaten den Kindern zusichern, dass sie fähig sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, dass sie auch das Recht dazu haben und dass sie ja in ihren eigenen Angelegenheiten sich äußern können und Berücksichtigung finden mit dem, was sie wollen. Und dass Erwachsene auch verpflichtet sind, entsprechend ihres Alters und ihrer Reife Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Machen wir das im Moment in unserer Gesellschaft? Habt ihr den Eindruck, dass junge Menschen ernst genommen werden?
Offensichtlich sehen das viele anders. Sonst würden im Moment nicht jeden Freitag Zehntausende junge Menschen bei Fridays for Future auf die Straße gehen, weil die einfach erkannt haben, hey, wenn hier irgendwo Entscheidungen getroffen werden über Klimaschutz und ähnliches, dann sitzen wir gar nicht mit am Tisch. Dann kommen Leute aus Unternehmen und von Gewerkschaften, dann kommen Abgeordnete aus dem Parlament, wo der Altersschnitt 55 ist, die beraten darüber, aber wir stehen davor. Und deswegen verschaffen wir uns jetzt Gehör. Und ich glaube, von diesen Beispielen gibt es ganz, ganz viele, wo unsere Generation, und ich bin 29, also eigentlich geht es noch um viel jüngere Leute, wo wir überhaupt nicht gehört werden und nicht befragt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur an Wahlen denken, sondern dass die Politik sich selber verpflichtet, immer und immer wieder Kinder und Jugendliche zu fragen, was ihre Meinung ist. Deswegen habe ich zum Beispiel zum Thema Klimaschutz vorgeschlagen, dass wir einen Jugendklimarat in Deutschland jetzt einführen. Ein Gremium, was die Bundesregierung verbindlich berät, was angehört werden muss, gerade von den Leuten, die jetzt auf die Straße gehen. Damit wir nicht immer nur über junge Menschen sprechen, sondern endlich mal mit ihnen und ihnen auch was zutrauen, nämlich eine Meinung zu haben und die auch offensiv zu vertreten und durchzuargumentieren. Wichtig ist, dass ihr euch eines vor Augen führt. Auch als junge Menschen habt ihr Rechte in dieser Gesellschaft und die dürft ihr einfordern. Ob als Schülersprecherinnen und Schülersprecher in der Schule, ob als Menschen, die einfach in einem Dorf oder in einem Ortsteil leben und dort mitgestalten wollen, ihr müsst gehört werden und ihr dürft das einfordern. Wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, eine Idee, die ihr habt, umzusetzen oder euch mit anderen jungen Menschen zu vernetzen und zu sagen, wir wollen was durchsetzen, dann haben wir euch mal ein paar Informationen zusammengestellt. Einmal diese UN-Kinderrechtskonvention, von der ich eben gesprochen habe, und dann nochmal die deutsche Ausgabe davon, das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das ist alles ein bisschen technisch, aber vielleicht auch ein paar Sachen, die euch helfen, eine Idee davon zu kriegen, wie das ganz konkret laufen kann. Zum Beispiel bei mir aus Tempelhof-Schöneberg, ist ein Bezirk in Berlin, das Kinder- und Jugendparlament. Die machen richtig gute Arbeit und das schon viele Jahre. Die verlinke ich euch mal unten. Und ein anderes Beispiel aus dem Nachbarbezirk, das Kinder- und Jugendbüro Stege-Zehlendorf. Da habe ich mal mein freiwilliges soziales Jahr gemacht und angefangen, Politik zu machen. Zwei ganz unterschiedliche, aber beides tolle Ideen, wie man Beteiligung von jungen Menschen organisieren kann. Und wenn ihr noch ganz andere Ideen braucht oder einfach auch Unterstützung, dann verlinken wir euch auch noch die Servicestelle Jugendbeteiligung. Die helfen jungen Menschen, egal wo, Ideen zu entwickeln, wie sie ihre Interessen durchsetzen können. Das soll es fürs heute erstmal hier gewesen sein. Wenn wir euch unterstützen können, sagt auch Bescheid, schreibt uns in die Kommentare unten rein. Wir freuen uns drauf, wenn ihr nach diesem Video aktiv werdet. Das war der neue Weekly, dieses Mal zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und zur Frage, ob das Wahlalter nicht eigentlich gesenkt werden sollte. Vielen Dank nochmal an Raphael für den Vorschlag und danke an Jasko, der hat uns nämlich den Vorschlag für die nächste Woche gegeben. Dann wird es um den Brexit gehen. Und wenn ihr jetzt gerade noch ein bisschen aufgeputscht seid und denkt, ich will jetzt sofort irgendwas machen hier, Beteiligung organisieren, wendet euch doch einfach mal an die SPD bei euch vor Ort, ob die euch dabei nicht unterstützt. Schöne Grüße dann auch von mir. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne melden oder Sie machen das direkt mit euch zusammen. Bis dahin, tschüss.